Moin Moin, Servus, grüezi und hallo und willkommen zu diesem neuen One-Up-A-Day über das Gerät-Video. Es geht um, wie ihr hier sehen könnt, das Xperia 5 Mark 5 von Sony, was mir freundlicherweise von O2 zum Testen zur Verfügung gestellt wurde. Sehr cool, habe ich mich sehr darüber gefreut. Nach dem Xperia XZ vor einigen Jahren, XZ oder XY, wie auch immer, vor einigen Jahren das erste Sony, was ich mal wieder testen konnte. Der Karton, da ist nicht viel drin, nämlich das Papierkrams drin und dann nur noch das Gerät an sich. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Eierkarton, ist auch Pappe, finde ich eigentlich ganz hübsch tatsächlich. Dass da zum Preis von 1000 Euro weder Ladegerät noch Ladekabel drin ist, darüber kann man natürlich streiten. Ich lasse das hier mal liegen und kommen wir zum Gerät. Ich entsperre es gleich mal. 21 zu 9 Format, 21 zu 9 Format müsste es sein. Dadurch liegt es sehr geil in der Hand, ist ziemlich leicht und hat aber auch so seine Probleme, weil viele Apps und gerade auch Spiele verzerrt angezeigt werden aufgrund dieses anderen Display-Formats. Auf der Frontseite, beziehungsweise wie gesagt, seht ihr, keine Notch oder so. Hier oben ist Lautsprecher, Frontkamera, ja, Sensoren wahrscheinlich irgendwie noch. Hier unten ist auch ein Kind, hier ist auch noch, also hier ist auch noch ein Lautsprecher. Auf der rechten Seite habt ihr die Lautstärke, wird bei einzelnen Tasten, hätten mir besser gefallen, Powerbutton mit Fingerabdruckscanner, der ziemlich gut funktioniert, und der dedizierte Kamerabutton. Auf der Rückseite Sony-Schriftzug, zwei Kameras. Die eine Linse ist eine Ultraweitwinkellinse, die andere Linse ist wie beim iPhone, ja, die Linse kommt ja auch von Sony, bildet zwei Brennweiten ab. Ihr habt also im Prinzip einen Zweifach-Zoom, der voll okay ist. Auf der Oberseite habt ihr einen 3,5 mm Klinkenanschluss und ein Mikro. Auf der anderen Seite habt ihr nichts. Und auf der Unterseite habt ihr hier noch ein Mikro und irgendwo, nee, Lautsprecher sind hier vorne, USB-C-Port und den SIM-Karten-Slot, den ihr rausziehen könnt, einfach ohne Werkzeug. Trotzdem ist es natürlich IP68 zertifiziert. Entsperren wir es mit dem Fingerabdruckscanner. Bestes Beispiel. Jetzt muss ich einmal ganz kurz die PIN eingeben. Entsperren wir es mit dem Fingerabdruckscanner. So geht's. Face ID, nein, natürlich nicht. Face ID ist nicht drin. Aber auch Gesichtsentsperrung, ganz normale, ist ebenfalls nicht drin. Gehen wir einmal ganz schnell zu AIDA 64. Da ließen sich übrigens alle Benchmarks etc. installieren. Gehen wir ins System. Geräteart Tablet. Sony 8 GB RAM, hier LPDDR5X und 128 GB sind installiert. Interner Speicher, jetzt kommt da auch noch Werbung. Einen Moment, ich will ja hier keine Probleme kriegen. Android 14, Sicherheitspatch Level von März diesen Jahres. Das ist okay. Sony bietet, glaube ich, beziehungsweise ich habe eben nochmal gegoogelt, Sony bietet garantiert 2 Jahre zwei Jahre Android-Updates plus ein weiteres Jahr, also 3 Jahre Sicherheitsupdates. Sicherheitsupdates, sieht man ja, ne? März, wir haben jetzt bald Mai, ist okay. Aber ganz ehrlich, wenn ich ein Gerät für 1000 Euro kaufe, 900 irgendwas, vielleicht auch 800, dann sind mir heutzutage 2 Jahre Android-Updates zu wenig. Alleine deswegen würde das Sony Xperia 5 Mark 5, egal wie gut ich es finde, rausfallen. Warum fällt es noch raus? Aufgrund des Formats. Es ist nett zu handeln, ne? Es ist eher so, ich kann es in einer Hand halten, überhaupt kein Problem. Es ist wirklich nett zu handeln. Und natürlich kann man damit auch relativ gut spielen, hier so. Simple Sachen wie Temple Run. Ja, hier so kann ich hier und so, und kann ich gleich nochmal hüpfen. Mal schauen.
Na, das bin ich runtergesprungen. Ich kann natürlich auch hüpfen etc. Also Temple Run, überhaupt kein Problem. Ihr könnt auch andere Sachen. Ja, ihr könnt natürlich auch andere Sachen spielen. Wie irgendwie hier so ein. Fahren wir damit mal rum. Wie so ein Simulator, dann könnt ihr Auto fahren, fliegen. Die Grafik ist jetzt auch nicht die beste natürlich. Sieht man ja. Aber es ist irgendwie überhaupt kein Problem. Das Ding ist flüssig. Alles easy. Ist also grundsätzlich auch eine nette Spielemaschine. Was ist denn da überhaupt für ein Prozessor drin? Genau, auch der Snapdragon 8 Gen 2. Ja, mit 8 GB RAM, das Ding, wie würde Kollege Technik-Faultier sagen, das Ding rennt oder die Kiste rennt. Genau. Gucken wir zur Kamera. Ihr habt viele, viele Kameras-Apps im Prinzip. Das ist so die Standard-Kamera-App. Da habt ihr dann hier, ne, 0,7, einfach, zweifach, was ich gesagt habe. Ihr habt natürlich irgendwie unter Meer, habt ihr noch Panorama-Modus und im Menü könnt ihr noch verschiedene Sachen einstellen, irgendwie den Zoomen und so weiter. Und habt hier noch für Bildfolgemodus und Nachtmodus und so weiter. Hier unten könnt ihr auf Videoaufnahme schalten. Ihr habt, das ist der Basic-Modus. Ihr könnt den Auto-Modus einstellen. Die Kamera erkennt automatisch die Art der Szene. Ihr könnt aber auch die Programmautomatik einstellen. Die Kamera steuert die Verschlusszeit automatisch. Andere Einstellungen können manuell geregelt werden. Und wenn ihr es dann so macht, dann sieht das Ganze aus wie so die Oberfläche von so einer Sony Alpha. Kamera, habe ich gelesen. Ist mir und dann könnt ihr natürlich hier einfach fokussieren mit dem dedizierten Kamera-Button und dann auch auslösen. Ganz ehrlich, alleine das ist mir schon zu überfrachtet. Ich lobe mir da tatsächlich so die, sag ich, die Samsung-Kamera, aber noch mehr irgendwie die Google Pixel-Kamera. Ich möchte eigentlich noch nicht mal unbedingt Pro-Modus haben und vor allen Dingen möchte ich nicht zu viele Sachen einzeln einstellen können. Es ist ein Smartphone. Ich möchte das rausholen, Kamera aktivieren, geile Schnappschüsse machen. Das macht die Kamera durchaus im Basic-Modus. Ne, da habt ihr hier auch ganz normal den Software-Auslöser. Also die Kamera kann das. Was mir aber auch aufgefallen ist bei der Kamera, das Vorschaubild, also was ihr seht auf dem Display, ne? Also nehmen wir an, blauer Himmel, bisschen Wolken. Ich hole die Kamera raus, aktiviere die, halte sie in den Himmel. Dann sieht das total, der Himmel total ausgebrannt, verwaschen und echt blöd aus. Auf dem Display mache ich das Foto und gucke mir das Bild an und denke, Mann, die Kamera macht ja richtig tolle Bilder. Bin ich von anderen Smartphones, weiß ich nicht, verwöhnt oder anders gewöhnt, die zeigen das Vorschaubild so an, wie das Bild dann wird. Also Samsung, iPhone, Honor macht es auch so. Nur hier dieses Sony macht es nicht so. Warum das so ist? Keine Ahnung. Stört das? Am Anfang ja, weil ich war nicht gewohnt, dass das Testgerät trotzdem tolle Bilder macht. Gewöhnt man sich daran? Ja, stört es weiterhin? Ja. Ja, ihr könnt ja also mit der Kamera-App könnt ihr auch Videos machen. Ihr habt dann noch die Video Pro-App. Wenn ihr das dann so haltet, da könnt ihr dann hier noch irgendwie stufenlos ranzoomen und rauszoomen und seht das in Millimetern und könnt irgendwie noch manuell fokussieren und so weiter. Und dann habt ihr noch Cinema Pro-App. Ja, wo ihr dann noch viel mehr einstellen könnt. Da könnt ihr FPS und den Stil einstellen und so weiter und so fort. White Balance, also Weißabgleich etc. Und das dann starten. Dann habt ihr noch Music Pro App. Das ist die App, so um Podcast, Musik, was auch immer aufzunehmen. Und Video Creator ist sowas, so ein bisschen wie GarageBand hätte ich fast gesagt. iMovie. Auf dem iPhone oder so, ihr könnt halt Videos auch per AI einfach irgendwie zusammenschneiden lassen, dass das geil aussieht. Oder Fotos oder so. Warum nicht eine App?
Ja, es soll für Creator sein und so weiter und so fort. Das ist ja auch ganz geil, die Möglichkeiten zu haben. Ihr habt ja auch mit dieser Pro-Camera-App, heißt die, glaube ich, die Möglichkeit, im Prinzip nur eine App zu nutzen. Aber das ist verwirrend, finde ich. Apropos, dass ich gesagt habe, Sony sagt, dieses Smartphone ist für Creator. Warum nur 128 GB Speicher? Ja, ihr könnt eine Speicherkarte, eine MicroSD-Karte einlegen. Ich glaube, es ist 1 TB oder so. Aber da könnt ihr natürlich Fotos raufpacken, Videos raufpacken, etc. Aber Apps, die landen ja trotzdem im internen Speicher. Also warum 128 GB nur? Warum nicht 256 GB, 512 GB, aber wenigstens 256? Ich finde überhaupt, man sollte sich von 128 GB trennen inzwischen. Dieses Smartphone lässt mich etwas zweifelnd zurück. Das Design, ne? Kantiges Design, keine Notch mal, das mag ich. Mich stören die Ränder oben und unten überhaupt nicht. Das mag ich wirklich. Der Formfaktor ist gut in der Hand zu haben, aber für viele Apps, auch Spiele, die sind so verzerrt, dass man Bedienflächen nicht treffen kann. Der dedizierte Kamerabutton ist toll. Die Kamera hinten, ne, also dieser in Anführungsstrichen simulierte Zweifachzoom ist noch voll okay. Es geht bis 6-fach Zoom, das sollte man knicken. Also 1x ist gut, 2x ist gut, 0,7x Ultraweitwinkel ist total okay. Warum nur 128 GB Speicher? Das verstehe ich nicht. Was ich gesagt habe, nur 2 Jahre Garantie für Updates. Warum? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ansonsten, warum zeigt das Display in der Vorschau der Kamera nicht das Bild so an, wie es sein wird? Habe ich ja gesagt, stört mich persönlich. Ja, es lässt mich zweifelnd zurück, beziehungsweise ich kann es ganz klar sagen. Also für 500 € würde ich sagen, ja, Daumen hoch, auf jeden Fall kaufen, auch heutzutage, das stört mich dann nicht. Für fast 1000. Und Sony-Smartphones, ich weiß nicht, was es jetzt kostet, ganz genau. 800 vielleicht oder so. Sony-Smartphones sind wirklich sehr, sehr preisstabil, im Prinzip wie iPhones. Nein, das ist zu teuer. Also wie gesagt, für 500, Daumen hoch, für alles andere, Daumen runter. So toll es auch ist, aber da kriegt ihr im Google-Segment, also Pixel-Geräte, Samsung-Geräte, iPhone vielleicht. Ganz ehrlich, da würde ich lieber ein iPhone 14 kaufen. Das ist aber auch nur meine Sache wahrscheinlich. Oder vielleicht. Ja, also wäre das günstiger? Ja. So teuer? Nein, Sony, leider nicht. Ich mag es eigentlich. Und ich hätte es wirklich sehr, sehr gerne gemocht und noch viel lieber gemocht. Aber zu dem Preis und mit den wenigen Updates und nur 128 GB Speicher und allem anderen, was ich erwähnt habe, nein, einfach leider. Nein. Noch einmal danke an O2, dass mir das Testgerät zur Verfügung gestellt wurde. Es war auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis bald. Und der vollständige Testbericht auf ord.de wird wie immer kurz nach der Veröffentlichung dieses Videos auf YouTube erscheinen. Bis dann. Ciao.